Durch Panasonic wurde die neue Lumix G9 Mark II präsentiert. Alles, was ihr zu der Kamera wissen müsst, erfahrt in diesem Video. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei Bildner TV Fotovideo, eurem Kanal für bessere Bilder von Anfang an. Ich bin der Tobi und ich spreche mit euch heute mal kurz über die Lumix G9 Mark II von Panasonic. Und wie ihr sehen könnt, sie steht nicht vor mir. Ich habe sie nicht vorab testen können oder ähnliches. Sie ist auch jetzt noch gar nicht richtig auf dem Markt, sprich verfügbar ist sie dann im November. Nichtsdestotrotz möchte ich euch heute mal so ein bisschen die technischen Spezifikationen vorstellen und auch so ein bisschen auf die Unterschiede eingehen zwischen der Mark I Variante aus 2017 und der Mark II Variante. Und da würde ich sagen, steigen wir direkt ein in die technischen Spezifikationen. Die Kamera hat einen 25 Megapixel MFT-Sensor mit 13 Stops Dynamikumfang, sprich zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle im Bild gibt es bis zu 13 Blendenstufen. Das ist schon sehr, sehr gut. Es ist die erste Kamera in der Reihe mit einem Phasendetekt-Autofokus. Der ist nochmal ein bisschen besser als der Kontrast-Autofokus, aber dazu komme ich dann nachher nochmal ein bisschen. Wir haben bis zu 60 Bilder in der Sekunde mit dem kontinuierlichen Autofokus. Wenn man den Einzelbild-Autofokus nimmt, kommt man sogar auf 75 Bilder. Das Ganze aber mit dem elektronischen Verschluss. Ist jetzt nicht unbedingt schlecht, müsste man sich dann in der Praxis anschauen, wie sich das Ganze schlägt, wenn der elektronische Verschluss schnell genug ist, dass dann gerade schnelle Bewegungen und sowas nicht verzerrt werden, dann ist das völlig in Ordnung und ich denke mal, dass Panasonic hier ordentlich gearbeitet haben wird. Wenn man den mechanischen Verschluss nimmt, dann kommt man auf 10 Bilder mit dem kontinuierlichen Autofokus und 14 Bilder mit dem Einzelbild-Autofokus. Was auch sehr schön ist, was mit dazu gekommen ist, ist die sogenannte Pre-Burst-Aufnahme und da haben wir bis zu 1,5 Sekunden vor der eigentlichen Aufnahme, die schon mit aufgezeichnet wird. Kennt man schon aus gewissen anderen Kameras, auch von anderen Herstellern. Das ist quasi einfach, wenn ihr diese Funktion eingeschaltet habt, macht die Kamera die ganze Zeit Bilder. Und die werden aber immer wieder überschrieben, wenn die 1,5 Sekunden rum sind. Und wenn ihr dann den Auslöser drückt, werden die letzten 1,5 Sekunden mitgespeichert und ihr habt quasi die Action, die davor passiert ist, noch mit drauf. Und gerade im Bereich von Sport oder sowas, wenn man sagt, okay, Mist, jetzt habe ich den eigentlichen Moment verpasst, dann kommt das halt dann zum Tragen, dass man sagen kann, okay, ich habe hier die Aufnahmen trotzdem, kann trotzdem durchschauen und habe trotzdem alles. Ist grundsätzlich ein sehr, sehr interessantes Feature. Was auch sehr schön ist, wir haben 8 Stufen Bildstabilisierung in der Kamera, bis zu 8 Stufen. Dazu kommt dann noch ein Active-Modus für den Videobereich und damit kann man dann wahrscheinlich ja, Aufnahmen machen wie von einem Gimbal, ohne dass hier die Kamera in irgendeiner Form wackelt, wenn man die dann noch ordentlich hält. Wenn man sie natürlich freie Hand irgendwie raushält, einfach wird das trotzdem nicht klappen. Aber das ist schon ein extrem guter Weg. Was auch dabei ist, sind die kreativen Effekte, beispielsweise Leica Monochrom oder Echtzeit-LUTs, dass man halt dieses Bild aus der Kamera direkt mit einem sehr, sehr schönen Look versehen kann. Ob man das dann individuell haben möchte oder nicht, ist egal, aber es ist schön, dass es mit dabei ist für die Leute, die es entsprechend nutzen wollen. KI ist natürlich auch mit dabei, da braucht man, denke ich mal, heutzutage nicht mehr drüber reden. Ein weiteres Feature, was mit an Bord ist, ist ein Handheld-Modus, der 100 Megapixel Bilder erzeugt. Der Sensor hat ja eigentlich 25 Megapixel, das hat man ja am Anfang schon geklärt und in Verbindung mit der sehr, sehr guten Bildstabilisierung macht Panasonic quasi 4 Bilder, beziehungsweise mehrere Bilder, die dann übereinander gelegt werden und zu einem großen 100 Megapixel Bild gemacht werden. Gibt es bei anderen Herstellern auch, aber dort ist es dann meistens so, dass gesagt wird, unbewegtes Motiv, werdet ihr hier auch haben, dass das Voraussetzung ist und die Kamera auf einem Stativ. Das habt ihr hier halt nicht. Hier könnt ihr das freihand machen. Und das ist sehr, sehr cool. Im Videobereich haben wir 4:2:0 Video mit bis zu 6K30p bzw. 4K120p. Und was auch sehr interessant ist, bei Full HD geht es bis 300p. Also das ist dann schon eine ordentliche Zeitlupe. Apple ProRes ist natürlich mit dabei. Externe SSD werden auch unterstützt. Also hier ist eigentlich im Videobereich alles dabei, was man braucht. Kostenpunkt sind 1.899 € und verfügbar ist sie dann ab November. Was dann auch zeitnah danach verfügbar sein wird, ist ein Buch zur Kamera, denn der Bildner Verlag schreibt natürlich ein Buch zur Kamera. Das gibt es dann, wie gesagt, so schnell wie möglich danach, aber die Autoren müssen dann natürlich auch dran arbeiten. Ich arbeite beispielsweise auch gerade am Buch zur Sony A7 C2 und das geht nicht von heute auf morgen, aber die Autoren sind bemüht, es kommt so schnell wie möglich. Jetzt hatte ich ja gesagt, dass wir es nochmal vergleichen wollen mit der Mark I Variante. Die Mark I Variante ist ja schon seit 2017 auf dem Markt und in den letzten 6 Jahren hat sich der Kameramarkt ja doch ein bisschen verändert. Es sind viele Funktionen dazugekommen, die damals noch nicht so waren. Und
Panasonic hat auch hier, denke ich mal, dem Ganzen sehr, sehr gut Rechnung getragen und viele neue Innovationen mit reingebracht. Der Sensor beispielsweise ist ein neuer, wir haben 5 Megapixel mehr. Die Mark I-Variante hatte nur 20 Megapixel, jetzt haben wir 25 Megapixel. Der ISO hat sich ein bisschen verändert, die obere Grenze ist gleich geblieben, aber die untere Grenze hat sich auf 50 reduziert, sprich ihr könnt nochmal eine Stufe länger belichten, wenn ihr den nativen ISO von 50 nutzt, statt der 100. Die Serienaufnahme hat sich deutlich verbessert, wir waren bei der Mark I-Variante noch bei 60 Bildern pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss und Einzelbild-Autofokus und 20 Bilder pro Sekunde nur mit dem elektronischen Verschluss und kontinuierlichem Autofokus. Jetzt sind wir bei 75 und 60. Wenn man den mechanischen Verschluss nutzt, waren wir bei 12 Bildern bzw. 9 Bildern. Jetzt sind wir bei 14 und 10. Also das hat sich nicht so viel verändert, aber mit dem elektronischen Verschluss und dem kontinuierlichen Autofokus sind wir hier von 20 Bilder auf 60 hoch. Und das ist schon richtig, richtig gut, gerade dann auch in Verbindung mit dem verbesserten Autofokus. Wir hatten in der Mark I-Variante 225 Kontrast-Autofokus-Punkte. Jetzt haben wir 779 Phasen- und Kontrast-Autofokus-Punkte. Also sprich, wir haben den Phasen-Autofokus noch mit dazu und on top noch mehr Punkte. Und das Ganze mit der schnelleren Serienaufnahmen, das macht es eigentlich zu der Kamera für den Sport- bzw. Wildlife-Bereich. Bildstabilisierung ist auch noch mal ein bisschen besser geworden. Das Display hat auch einige Pixel dazu bekommen. Wir sind jetzt bei 1,84 Megapixel im Vergleich zu einem Megapixel, was wir vorher hatten. 6K ist dazu gekommen, 4K 120 ist dazu gekommen. Da waren normalerweise bei 30 Schluss. Bei Full HD sind wir bei 300 FPS statt 180 FPS. Die Abmessungen dabei haben sich nicht so verändert. Wir haben jetzt 13,4 mal 10,2 mal 9. Und hatten vorher 13,7 mal 9,7 mal 9,2. Also die Kamera ist einfach ein bisschen anders geworden. Sie ist ein bisschen griffiger geworden, aber hat jetzt die Gesamtdimension hat sich nicht so sehr verändert. Was sich verändert hat, ist das Äußere der Kamera so ein bisschen. Wir haben jetzt kein Schulterdisplay mehr, also sprich das Display oben auf der Kamera, das ist weggefallen. Dort ist jetzt das Moduswahlrad, was vorher links vom Sucher war. Und dafür haben wir links vom Sucher dann aber ein neues Drehrad, ein neues Einstellrad. Macht das Ganze nochmal ein bisschen einfacher. Dafür ist die Kamera dann nur 200€ teurer geworden. Ja, 200€ ist auch viel Geld, aber wenn man mal so schaut, wie sich ansonsten die Kamerapreise entwickelt haben, gerade in diesem langen Zeitraum, ist das doch eine sehr, sehr gute, ja, eine sehr, sehr gute Positionierung von der Kamera, finde ich, gefällt mir sehr, sehr gut. Und in Summe nach 6 Jahren hier ein sehr, sehr würdiges Upgrade und Panasonic hat in jedem Bereich eigentlich so ein bisschen was nachgelegt, in einigen Bereichen sehr, sehr deutlich nachgelegt, gerade beispielsweise als Serienaufnahme, in anderen Bereichen eher so ein bisschen nur nachgelegt, aber in Summe ist es doch hier ein sehr, sehr gutes Upgrade. Was ist eure Meinung zu der Kamera? Lohnt sich das Upgrade? Wenn ihr die 1 hattet, würdet ihr auf die 2 umsteigen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, können wir uns sehr gerne mal drüber austauschen. Positiver Nebeneffekt, wenn ihr einen Kommentar schreibt, seid ihr automatisch mit im Lostopf. Der Bildner Verlag verlost einmal pro Woche hier auf dem Kanal unter allen, die kommentieren, ein Buch aus dem Hause des Bildner Verlags, vielleicht ja auch das Buch zur Lumix G9 Mark II. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben, gerne auch mal eine Rückmeldung geben, ob ihr diese Art Video in Zukunft weiter sehen möchtet. Das einfach mal unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.